Das fängt doch schon gar nicht so schlecht an. Ausgeworfen und es zubbelt. Und das jetzt hier schön einem nach dem anderen. Dritter Fisch, der hier dringend raus will. Und zack, da geht er auch schon rein. Schnur fällt runter und der Fisch ist dran. Ja, mal wieder hier am Bärensee mit Boilies, mit sinkenden Boilies, klassische Haarmontage. Zack, Schuppenkarpfen. 5 Kilo, ganz vernünftiges Gewicht. So kann das gerne weitergehen. Und im Idealfall haben wir hier einen der seltensten Fische als Beifangen. Und zwar die Goldschleie, die auch gerne auf diese Montage reinrasselt. Im Moment sieht es so aus, wir haben hier ja, in den 3 Minuten 3 Fische, also eine durchaus solide Frequenz, kann gerne so weitergehen. Ich meine, die Stelle ist, glaube ich, altbekannt hier, ob das jetzt hier 55, 31 ist oder noch viel älter, 55, 33, ja, unterschiedlich, auch ein bisschen von der Area sozusagen, doch noch ein bisschen anders, wenn man dann hier vorne in Richtung der Seerosen wirft. Aber auch durchaus eine Option, durchaus mal zu testen, dass man dahin wirft. Dritte Möglichkeit, dass man dann bis da hinten genau an diese Kante hier ranwirft. Also auch das nochmal eine Möglichkeit, wenn man hier anfängt und gerade vielleicht ein bisschen planlos unterwegs ist oder vielleicht noch gar nicht so weit ist von den Ködern, da hinten einfach mal die Kartoffel platzieren. Auch durchaus eine Option. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier mit simplen Ködern, einfach Maiskorn bzw. Kartoffel auch mal hier vorne an den Seerosen. Das sind ungefähr nur so 12 Meter. Hier in dem Bereich sind wir jetzt auf 17 Meter eingestellt. 17 Meter relativ wichtig. 17 Meter und schlammige oder lehmfarbende Bleie und Leadcore. Wir gehen jetzt mal eben auf Setup ein. Ich bin jetzt nicht ganz so schwer unterwegs hier, sondern nur auf 27 Kilo und dementsprechend hier das Blei, wie gesagt, für Lehmfarben Clay und das Leadcore auch, dass wir hier, wie gesagt, eher den braunen, weil wir hier den braunen Untergrund haben. Also das ist drinnen, wir haben den Einserhaken und dann hier die nordische Brombeere und die Johannisbeere. Und dazu natürlich Johannes bzw. Brombeer Dip. Und auf der dritten Route, hier ist es nochmal wiederholt. Und auf der dritten Route dann einmal Johannisbeer Dip zum Testen. Hier auf der Route ist einmal eine etwas andere Farbe. Wait a minute. Ne, hier ist die andere Farbe. Genau, wir haben hier einmal Van Zandt Johannisbeere. Und hier ist dann zweimal Matt Myers Johannisbeere. Also diese beiden sind identisch von den Ködern, bloß hier ist es einmal der Unterschied. Das wird natürlich so ein bisschen getestet. Heißt also, wenn man, zack, guck mal, da war doch schon irgendwas dran. Ist es noch dran? Der ist bestimmt abgeflutscht jetzt, ne? Das ist so häufig, ne? Deswegen zuppel ich zwischendurch immer mal wieder. Manchmal stehen die Fische am Boilie, die sind gespawnt und die können sich nicht entscheiden, beißen oder nicht, beißen oder nicht, beißen oder nicht. Und deswegen zuppel ich zwischendurch einmal mit der Y-Taste, kurz einkurbeln, zapp, zapp, zapp. Und dann triggert das einfach manchmal den Fisch, beißt er dann zu oder nicht. In dem Fall, tja, ist er direkt wieder abgeflutscht, war ihm vielleicht doch zu heftig, kurz gebissen und doch wieder weg gewesen. Joa. Aber wenn hier die ganze Zeit so Flaute ist, also wenn dann, ne, jetzt hier 1-2 Minuten kein Gezuppel, so, jetzt geht's weiter. Dann zwischendurch einfach mal ein bisschen dran rumzuppeln, irgendwas. Vielleicht verscheucht man dann einen Fisch und es spawnt was Neues. Aber, weiß nicht, ob die dann verbuggt sind oder sich einfach nicht entscheiden können. Dann doch lieber hier so ein Amur, der dann auch ewig lange rumzuppelt und sich dann hoffentlich entschieden hat, zuzubeißen. Wir sind relativ warm heute unterwegs. Also die ganze Woche über hier, die ganzen Tage, ziemlich warmes Wetter. Also alles plus 20 Grad, 24, 23, 24 Grad ist schon wirklich warm. Das heißt, ja, hier so ufernah angeln ist gar nicht verkehrt. 17 Meter und hier vielleicht so auf 12 Meter
im flachen, im warmen Bereich ist gar nicht verkehrt, speziell aber auch eher so für die Amure. Hier in dem Bereich sind wir ja, wie gesagt, auf 17 Meter raus. 17 Meter ist ungefähr da hinten. Und 17 Meter, da ist, wie gesagt, der Untergrund schlammig. Alles da drunter, also wenn man weiter zurückgeht in Richtung 15 Meter ungefähr, bis dahin 15 Meter und flacher, das ist alles grasiger Untergrund. Kann man natürlich auch testen, gerade wenn man mit der Schleie oder auf Schleie unterwegs ist oder wenn es so warm ist und man möchte die Graskarpfen, die Amure testen und beangeln. Dann kann man natürlich auch eher so auf 15 Meter den Clip einstellen. Und dann nimmt man aber natürlich ein grünes Blei und ein grünliches Leadcore. Und dann lübt das mit Sicherheit auch. So, bestimmt der nächste Amur. Genau. 7,2. Jo. Und jetzt wieder raus damit. Achso, von der Futtermische gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Futtermische ist, kann man ja so auch per Hand sozusagen herstellen. Futtermische hier auf 17 Meter ausgebracht. Das ist ja nicht wirklich schwierig. Für 17 Meter, wenn ihr das mit dem Bällchen macht, geht ihr einfach hier ein paar Schritte nach hinten. So, keine Ahnung, was haben wir hier? Vielleicht bis hierhin ungefähr nach hinten. Und dann lübt das eigentlich und dann auch maximal auswerfen. Ne? Man wirft so ungefähr 20 Meter maximal aus. Und wenn man dann eben, wie gesagt, ein bisschen weiter nach hinten geht. So, vielleicht, genau. Und dann maximal auswerfen. Dann sollte das fürs Anfüttern auch gehen. Oder ihr könnt eben schon die Rakete verwenden. Oder natürlich dann irgendwann später das PVA. Von der Kombination ist es, vom Inhalt her, ist es zurzeit eher in Richtung Amur ausgelegt. Amur wegen der Basis Hanfsamenmehl. Man kann das auch nochmal umstellen. Eine andere Kombinationsmöglichkeit, wenn man mehr auf Schleie geht, wäre dann hier Mais als Basis. Vielleicht kann man Hanf-Feed-Pellets mit reinmachen nochmal als Komponente. Da stehen die Schleien auch manchmal drauf. Beziehungsweise nochmal eine Mais-Basis oder eine Mais-Komponente mit dazu. Und dann vielleicht sogar auch nur zweimal. Also einmal die nordische Brombeere, einmal Johannisbeere und dann als nächstes nochmal Paniermehl plus Brombeermarmelade hier. Das wäre dann nochmal mehr in Richtung Schleie halt gemischt. Ne? Das ist jetzt hier eigentlich eher klassisch auch so für Amur und Karpfen. Gerade mit der Hanfsamenbasis, die hat man ja auch in der Original Graskarpfenmische mit drin. Schleie, Graskarpfenmische, genau. Hanfsamenbasis, Koriander und so. Also das wäre halt durchaus eine Option, dass man das nochmal ein bisschen gezielter auf Schleie dann einstellt. Ne? Ja, aber im Großen und Ganzen jetzt in der Zeit bin ich schon echt zufrieden. Das kann gerne so weitergehen und das wird auch gleich noch so weitergehen. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen chillen und entspannt weiter rausziehen. Ich glaube, das sind so alle wichtigen Infos. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem Gewässer, einfach mal schauen auf dem YouTube-Kanal Bärensee eintippen. Da gibt es ganz viele Startinfos, auch zu den anderen wichtigen Spots. Hier ist ja noch einer. Die sind beide dann noch im Detail erklärt. Auch wie man mit Boilies startet oder wie man mit Pop-Up-Mais hier gut reingeht oder mit Naturködern und so weiter und so weiter. Also jede Menge Infos. Auch für Low-Level oder fürs Fiedern oder fürs Posenangeln sogar am Bärensee. Also, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Petri Lümmels zieht raus die Brocken.